Teil 1 bis Teil 1.7. 1.1. Ziel und Weg. Wie schon in der Einleitung gesagt, ist Beseitigung des Arbeitsloseneinkommens, des sogenannten Mehrwertes, auch Zins und Rente genannt, das unmittelbare wirtschaftliche Ziel aller sozialistischen Bestrebungen. Zur Erreichung dieses Zieles wird allgemein die Verstaatlichung der gesamten Gütererzeugung mit allen ihren Folgerungen verlangt und als unerlässlich erklärt. Diese allgemeine Forderung der Besitzlosen wird durch die wissenschaftlichen Untersuchungen gestützt, die Marx über die Natur des Kapitals anerstellt hat, wonach der Mehrwert als eine untrennbare Begleiterscheinung der Privatindustrie und des Privateigentums an den Erzeugungsmitteln anzusehen ist. Hier wird nun gezeigt werden, dass diese Lehre von falschen Voraussetzungen ausgeht und dass ihre Richtigstellung zu vollkommen entgegengesetzten Ergebnissen führt. Diese Ergebnisse lehren uns, dass wir im Kapital kein Sachgut zu erblicken haben, sondern ein von Nachfrage und Angebot unbeschränkt beherrschtes Marktverhältnis, wie das übrigens der Sozialist Proudhon, der Gegner Marx, schon vor 50 Jahren den Arbeitern gesagt und bewiesen hatte. In völliger Übereinstimmung mit dieser Richtigstellung der Kapitallehre zeigt sich dann, dass, wenn wir gewisse künstliche Hemmungen beseitigen, die von unserem verkehrten Bodenrecht und unserem ebenso verkehrten Geldwesen herrühren, und wir dadurch erst unserer heutigen Wirtschaftsordnung zur vollen Entfaltung ihres urgesunden Grundgedankens verhelfen, die Arbeiter es ganz in der Hand haben, durch ihre Arbeit die Marktverhältnisse in kürzester Zeit, 10, 20 Jahre, für das Kapital so zu gestalten, dass der Mehrwert restlos verschwindet und die Produktionsmittel die Kapitaleigenschaft einbüßen. Das Privateigentum an den Arbeitsmitteln bietet dann keinen anderen Vorteil mehr als den etwa der Besitzer einer Sparbüchse von seinem Eigentum hat. Diese wirft ihm auch keinen Mehrwert oder Zins ab, doch kann er den Inhalt nach und nach aufzehren. Die dann in den Arbeitsmitteln angelegten Ersparnisse oder sonstigen Gelder würden den Eigentümern nach Maßgabe der mit dem natürlichen Zerfall oder Verbrauch des Produktionsmittels, Haus, Schiff, Fabrik, schritthaltenden jährlichen Abschreibung zum persönlichen Verbrauch zur Verfügung stehen. Durch weiter nichts als durch ungehemmte, fleißige, von den neuzeitlichen Produktionsmitteln unterstützte Arbeit würde der große Wauwau, das angestaunte und gefürchtete Kapital zur harmlosen Rolle verurteilt werden, die tönerne Sparbüchse heute bei den Kindern Schutz bietet, die auch noch nie Mehrwert abgeworfen hat, und zu deren Inhalt man gelangt, indem man sie zerschlägt. In diesem ersten und zweiten Teil, die vom Boden handeln, wird gezeigt, wie man ohne Kommunismus mehrwertfreie Landwirtschaft und ebensolche Bau- und Bergwerksindustrie betreiben kann. Im weiteren Teil, der die neue Theorie des Kapitals enthält, wird das Rätsel gelöst, wie man ohne Verstaatlichung der übrigen Produktionsmittel den Mehrwert vollends aus unserer Wirtschaftsordnung beseitigen, das Recht auf den vollen Arbeitsertrag schaffen kann. 1.2. Was ist der volle Arbeitsertrag? Als Arbeiter im Sinne dieser Abhandlung gilt jeder, der vom Ertrag seiner Arbeit lebt. Bauern, Handwerker, Lohnarbeiter, Künstler, Geistliche, Soldaten, Offiziere, Könige sind Arbeiter in unserem Sinne. Einen Gegensatz zu all diesen Arbeitern bilden in unserer Volkswirtschaft einzig und allein die Rentner, denn ihr Einkommen fließt ihnen vollkommen unabhängig von jeder Arbeit zu. Wir unterscheiden Arbeitserzeugnis, Arbeitserlös und Arbeitsertrag. Das Arbeitserzeugnis ist das, was aus der Arbeit hervorgeht. Der Arbeitserlös ist das Geld, das der Verkauf des Arbeitserzeugnisses oder der Lohnvertrag einbringt. Der Arbeitsertrag ist das, was man mit dem Arbeitserlös kaufen und an den Ort des Verbrauchs schaffen kann. Die Bezeichnungen Lohn, Honorar, Gehalt anstelle von Arbeitserlös wendet man an, wenn das Arbeitserzeugnis nicht gegenständlicher Natur ist, wie etwa das Straßenkehren, das Dichten, das Regieren. Ist das Arbeitserzeugnis greifbar, wie ein Stuhl, und zugleich Eigentum des Arbeiters, so spricht man nicht mehr von Lohn und Honorar, sondern vom Preis des verkauften Stuhles. Bei all diesen Bezeichnungen handelt es sich immer um dasselbe Ding, um den Gelderlös der verrichteten Arbeit. Der Unternehmergewinn und der Handelsprofit sind, sofern man die in ihnen meistens enthaltenen Kapitalzinsen oder Grundrenten in Abzug bringt, ebenfalls als Arbeitserlös anzusprechen. Der Direktor einer Bergwerksaktiengesellschaft bezieht sein Gehalt ausschließlich für die von ihm geleistete Arbeit. Ist der Direktor gleichzeitig Aktionär,
so erhöhen sich seine Einnahmen um den Betrag der Dividenden. Er ist dann Arbeiter und Rentner in einer Person. Meistens besteht das Einkommen der Bauern, Kaufleute und Unternehmer aus Arbeitserlös und Renten, bzw. Zinsen. Ein Bauer, der mit geliehenem Kapital auf gepachtetem Boden arbeitet, lebt ausschließlich vom Ertrag seiner Arbeit. Was nach Zahlung von Pachten und Zinsen vom Arbeitserzeugnis übrig bleibt, ist auf seine Tätigkeit zurückzuführen und unterliegt den allgemeinen Gesetzen, die den Lohn bestimmen. Zwischen dem Arbeitserzeugnis oder der Leistung und dem Arbeitsertrag liegen die verschiedenen Handelsverträge, die wir täglich beim Einkauf der Waren abschließen. Von diesen Verträgen wird der Arbeitsertrag stark beeinflusst. Täglich kommt es vor, dass Leute, die die gleichen Arbeitserzeugnisse zum Markt führen, dennoch ungleich große Arbeitserträge heimbringen. Das liegt daran, dass diese Leute als Arbeiter wohl gleichwertig sind, nicht aber als Händler. Die einen verstehen es besser, ihre Erzeugnisse zu guten Preisen zu verkaufen und beim Einkauf der Bedarfsgegenstände die Spreu von den Körnern zu sondern. Bei den für den Markt verfertigten Waren gehören der Tausch, der Handel und die hierfür nötigen Kenntnisse genauso zum Erfolg der Arbeit, Arbeitsertrag, wie die technischen Kunstgriffe. Der Tausch des Erzeugnisses ist als Schlusshandlung der Arbeit zu betrachten. Insofern ist jeder Arbeiter auch Händler. Hätten die Gegenstände des Arbeitserzeugnisses und des Arbeitsertrages eine gemeinsame Eigenschaft, mit der sie sich vergleichen und messen ließen, so könnte der Handel, der das Arbeitserzeugnis in Arbeitsertrag verwandeln soll, wegfallen. Sofern man dann nur richtig messen, zählen oder wägen würde, müsste der Arbeitsertrag immer ohne weiteres gleich dem Arbeitserzeugnis sein, abzüglich Zins oder Rente, und den Beweis, dass eine Übervorteilung nicht stattgefunden hat, könnte man unmittelbar an den Gegenständen des Arbeitsertrages liefern, genau wie man zu Hause auf der Waage nachwägen kann, ob die Waage des Apothekers richtig wiegt oder nicht. Solche gemeinsame Eigenschaft fehlt jedoch den Waren. Stets wird der Tausch durch den Handel bewerkstelligt, niemals durch den Gebrauch irgendeines Maßes. Auch der Gebrauch des Geldes enthebt uns nicht der Notwendigkeit, den Tausch durch den Handel zu vollziehen. Der Ausdruck Wertmesser, den man noch manchmal in rückständigen volkswirtschaftlichen Schriften auf das Geld anwendet, ist irreführend. Keine einzige Eigenschaft eines Kanarienvogels, einer Pille, eines Apfels lässt sich mit einem Geldstück messen. Darum müssen wir es aber als eine Unmöglichkeit bezeichnen, mit einem unmittelbaren Vergleich zwischen Arbeitserzeugnis und Arbeitsertrag eine Klage aufgrund des Rechtes auf den vollen Arbeitsertrag rechtlich zu begründen. Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag, sofern darunter das Recht des Einzelnen auf seinen vollen Arbeitsertrag gemeint ist, müssen wir sogar geradezu als Hirngespinst bezeichnen. Ganz anders verhalten sich jedoch die Dinge in Bezug auf den gemeinsamen vollen Arbeitsertrag. Dieser verlangt nur, dass die Arbeitserzeugnisse restlos unter die Arbeiter verteilt werden. Es dürfen keine Arbeitserzeugnisse an Rentner für Zinsen und Renten abgegeben werden. Das ist die einzige Bedingung, die die Verwirklichung des Rechtes auf den gemeinsamen, vollen Arbeitsertrag stellt. Das Recht auf den gemeinsamen, vollen Arbeitsertrag verlangt von uns nicht, dass wir uns noch um den Arbeitsertrag des einzelnen Arbeiters kümmern. Was der eine Arbeiter heute weniger erhält, empfängt der andere mehr. Die Verteilung unter die Arbeiter geschieht nach wie vor nach den Gesetzen des Wettbewerbs, in der Regel so, dass der Wettbewerb umso schärfer, der persönliche Arbeitsertrag umso geringer ist, je leichter und einfacher die Arbeit ist. Diejenigen Arbeiter, die die höchste Umsicht bei der Arbeit brauchen, sind dem Wettbewerb der Massen am wirksamsten entzogen und können darum für ihre Leistungen die höchsten Preise erzielen. Manchmal ersetzt auch einfach körperliche Veranlagung, bei Sängern zum Beispiel, den Scharfsinn bei der Ausschaltung des Massenwettbewerbs. Wohl dem, der bei seinen Leistungen den Wettbewerb der anderen nicht zu fürchten braucht. Die Verwirklichung des Rechtes auf den vollen Arbeitsertrag kommt allen Einzelarbeitserträgnissen in einem gleichmäßigen, nach Prozenten bestimmten Aufschlag auf die heutigen Arbeitserträgnisse zustatten. Die Arbeitserträge werden vielleicht verdoppelt, aber nicht geebnet. Das Gleichmachen der Arbeitserträgnisse ist Sache der Kommunisten. Hier aber handelt es sich um das Recht auf den vollen, durch den Wettbewerb, den Wettkampf zugemessenen Arbeitsertrag.
Zwar werden als Nebenwirkung der Neuerungen, die das Recht auf den gemeinsamen, vollen Arbeitsvertrag verwirklichen sollen, die heutigen, oft ungeheuren Unterschiede in den Einzelarbeitsverträgen, namentlich im Handel, auf ein vernünftiges Maß zurückgeführt werden, doch handelt es sich hier nur um eine Nebenwirkung. Zu dem Rechte, das wir verwirklichen wollen, gehört aber solches Gleichmachen, wie gesagt, nicht. Demnach werden fleißige, tüchtige, umsichtige Arbeiter einen ihrer größeren Arbeitsleistung genau entsprechend größeren Arbeitsvertrag heimbringen. Dazu kommt die allgemeine Hebung des Lohnes durch den Fortfall des arbeitslosen Einkommens. Übersicht über das bisher Gesagte. 1. Das Arbeitserzeugnis, der Arbeitserlös und der Arbeitsertrag sind nicht unmittelbar vergleichbar. Es gibt für diese drei Größen keinen gemeinsamen Maßstabelle. Die Überführung des einen in den anderen geschieht nicht durch Messen, sondern durch Vertrag, durch Handelsvertrag. 2. Der Nachweis, ob der Arbeitsvertrag des einzelnen Arbeiters voll oder nicht voll ist, lässt sich nicht erbringen. 3. Der volle Arbeitsvertrag lässt sich nur als gemeinsamer, kollektiver Arbeitsvertrag begreifen und nachmessen. 4. Der volle gemeinsame Arbeitsvertrag macht die restlose Ausmerzung allen arbeitslosen Einkommens, also des Kapitalzinses und der Grundrente, zur Bedingung. 5. Sind Zins und Rente restlos aus der Volkswirtschaft ausgemerzt, so ist erwiesen, dass das Recht auf den vollen Arbeitsvertrag verwirklicht, dass der gemeinsame Arbeitsvertrag gleich dem gemeinsamen Arbeitserzeugnis ist. 6. Die Beseitigung des arbeitslosen Einkommens hebt, verdoppelt oder verdreifacht die Einzelarbeitsverträgnisse. Ein Gleichmachen findet nicht oder nur teilweise statt. Die Unterschiede im Einzelarbeitserzeugnis kommen im Einzelarbeitsvertrag voll zur Geltung. 7. Dieselben allgemeinen Gesetze des Wettbewerbes, die die verhältnismäßige Höhe des Einzelarbeitsvertrages bestimmen, bleiben bestehen. Dem Tüchtigsten der höchste Arbeitsvertrag, über den er frei verfügen kann. Heute erleidet der Arbeitsvertrag in Gestalt von Grundrenten und Kapitalzinsen Abzüge. Diese werden natürlich nicht willkürlich bemessen, sondern von den Marktverhältnissen bestimmt. Jeder nimmt so viel, wie ihm die Marktverhältnisse zu nehmen gestatten. Wie diese Marktverhältnisse zustande kommen, wollen wir jetzt untersuchen. Zunächst in Bezug auf die Grundrente. 1.3. Der Abzug am Arbeitsvertrag durch die Grundrente. Der Grundbesitzer hat es in der Hand, seinen Boden bebauen zu lassen oder es nicht zu tun. Die Erhaltung seines Besitzes ist von der Bebauung unabhängig. Der Boden verdirbt nicht unter der Brache, im Gegenteil, er wird dadurch besser, bot doch die Brache unter der Dreifelderwirtschaft die einzige Möglichkeit, den erschöpften Boden wieder fruchtbar zu machen. Ein Grundbesitzer hat also gar keine Ursache, seinen Besitz, Acker, Bauplatz, Erz- und Kohlenlager, Wasserkraft, Wald und so weiter, anderen ohne Entgelt zur Benutzung zu überlassen. Wird dem Grundbesitzer für solche Benutzung keine Vergütung, Pachtzins, angeboten, so lässt er den Boden brach. Er ist vollständig Herr über seinen Besitz. Darum wird auch jeder, der Boden braucht und sich an die Grundbesitzer wendet, sich regelmäßig und selbstverständlich zu einer Leistung, Pachtzins, bequemen müssen. Und wenn wir die Erdoberfläche und ihre Fruchtbarkeit vervielfältigten, es würde doch keinem Grundbesitzer einfallen, ohne Entgelt den Boden anderen zu überlassen. Im äußersten Fall kann er seine Besitzung in Jagdgründe verwandeln oder als Park benutzen. Der Zins ist eine selbstverständliche Voraussetzung jeder Pachtung, weil der Druck des Wettbewerbs im Angebot von Pachtland niemals bis zur Unentgeltlichkeit des Bodens reichen kann. Wie viel wird nun der Grundbesitzer fordern können? Wenn die ganze Erdoberfläche für die Ernährung der Menschen nötig wäre, wenn in der Nähe und Ferne überhaupt kein freies Land mehr zu finden, die gesamte Erde in Besitz und Bebauung genommen, und auch durch Anstellung von mehr Arbeitern, durch sogenannte Dichte- oder Sparlandkultur kein mehr an Erzeugnissen zu erzielen wäre, dann würde die Abhängigkeit der Besitzlosen von ihren Grundherren eine ebenso unbedingte sein, wie zur Zeit der Leibeigenschaft, und dementsprechend würden auch die Grundbesitzer ihre Forderungen bis zur Grenze des überhaupt Erreichbaren hinaufschrauben, das heißt, sie würden das volle Arbeitserzeugnis, die volle Ernte für sich beanspruchen und davon dem Arbeiter,
wie einem gemeinen Sklaven, so viel abtreten, wie zu seiner Erhaltung und Fortpflanzung nötig ist. In diesem Falle wäre die Voraussetzung erfüllt für das unbedingte Walten des sogenannten Erlenlohngesetzes. Der Bauer wäre auf Gnade und Ungnade den Grundbesitzern ausgeliefert, und der Pachtzins wäre gleich dem Ertrag des Ackers, abzüglich der Ernährungskosten für den Bauern und die Zugtiere und abzüglich des Kapitalzinses. Diese unentbehrliche Voraussetzung für den Erlenlohn trifft jedoch nicht zu, denn die Erde ist größer, sogar sehr viel größer und fruchtbarer, als zur Erhaltung ihrer heutigen Bewohner nötig ist. Sogar bei der jetzigen Sparhandbewirtschaftung, 1, ist sicherlich kaum ein Drittel der Fläche ausgenutzt, das übrige ist brach und vielfach herrenlos. Ginge man überall zur Sparlandbebauung, 2, über, so würde vielleicht ein Zehntel der Erdoberfläche schon genügen, um die Menschheit mit dem Maß von Lebensmitteln zu versorgen, das den Arbeitern heute durchschnittlich zur Verfügung steht. 9 Zehntel der Erdoberfläche könnten in diesem Falle brach liegen. Was allerdings nicht bedeuten soll, dass man danach verfahren würde. Wenn jeder sich satt essen will und sich nicht mit Kartoffeln begnügt, wenn jeder ein Reitpferd halten will, einen Hof mit Pfauen, Tauben, wenn er einen Rosengarten, einen Teich zum Baden haben will, dann könnte unter Umständen die Erde noch zu klein sein. Die Sparlandbebauung, 3, umfasst, Entzumpfung, Berieselung, Bodenmischung, Rigolen, Sprengung von Felsen, Mörtelung, Anwendung künstlicher Düngemittel, Wahl der Kulturpflanzen, Veredelung der Pflanzen und Tiere, Vernichtung von Schädlingen bei Obstbäumen, Weinbergen, Verfolgung der Wanderheuschrecken, Ersparnis an Arbeitstieren durch Eisenbahnen, Kanäle, Kraftwagen, bessere Ausnutzung der Futterstoffe durch Austausch, Einschränkung der Schafzucht durch Baumwollanbau, Vegetarismus und so weiter. Und so weiter. Durch völligen Mangel an Boden ist also heute niemand gezwungen, sich an die Grundbesitzer zu wenden, und weil dieser Zwang fehlt, aber nur darum, ist auch die Abhängigkeit der Grundbesitzlosen vom Grundbesitzer begrenzt. Nur haben die Grundbesitzer das Beste des Bodens in Besitz, und in der Nähe wenigstens sind nur solche Striche noch herrenlos, deren Urbarmachung sehr viel Arbeit kostet. Auch fordert die Sparlandbebauung beträchtlich mehr Mühe, und nicht jedermanns Sache ist es, auszuwandern, um die herrenlosen Länder in der Wildnis zu besiedeln, ganz abgesehen davon, dass die Auswanderung Geld kostet und dass die Erzeugnisse jener Ländereien nur mit großen UN-Kosten an Fracht und Zoll auf den Markt gebracht werden können. Das alles weiß der Bauer, das alles weiß aber auch der Grundherr. Ehe also der Bauer sich zur Auswanderung entschließt, oder ehe er das in der Nähe liegende Moor entzumpft und urbar macht, ehe er zur Gartenwirtschaft übergeht, fragt er den Grundherrn, was dieser an Pachtzins für seinen Acker fordern würde. Und ehe der Grundherr diese Frage beantwortet, überlegt er und berechnet den Unterschied zwischen dem Ertrag der Arbeit auf seinem Acker und dem Ertrag, 4, der Arbeit auf Ödland, Gartenland und herrenlosem Lande in Afrika, Amerika, Asien und Australien. Denn diesen Unterschied will er für sich haben, den kann er als Pacht für seinen Acker fordern. Aller Regel nach wird jedoch nicht viel gerechnet. Man geht hier viel mehr erfahrungsmäßig vor. Irgendein übermütiger Bursche wandert aus, und wenn er günstig berichtet, folgen andere. Dadurch geht in der Heimat das Angebot von Arbeitskräften zurück, und die Folge ist eine allgemeine Erhöhung der Lohnsätze. Dauert die Abwanderung an, so steigt der Lohn bis zu einem Punkte, wo der Auswanderer wieder im Zweifel ist, ob er bleiben oder ziehen soll. Dieser Punkt bedeutet den Ausgleich in den Arbeitserträgen hier und drüben. Manchmal kommt es auch vor, dass der Auswanderer über sein Tun sich Rechenschaft geben will, und es mag darum angebracht sein, sich einmal eine solche Rechnung anzusehen. 1. Rechnung des Auswanderers. Reisegeld für sich und seine Familie 1000 Mark. Unfall- und Lebensversicherung während der Reise 200 Mark. Krankenversicherung für die Eingewöhnung, das heißt die Summe, welche die Krankenversicherung für die besondere Gefahr des Klimawechsels berechnen würde 200 Mark. Besitzname, Abgrenzung 600 Mark. An Betriebskapital wird die gleiche Summe vorausgesetzt, die der Bauer in Deutschland braucht, es ist also nicht nötig, diese hier anzuführen. Kosten der Ansiedlung 2000 Mark. Diese Kosten des Auswanderers, die der Pächter in Deutschland spart, werden dem Betriebsgeld zugerechnet,
dessen Zinsen als Betriebsankosten verrechnet werden. 5% von 2000 Mark gleich 100 Mark. Nehmen wir nun an, dass der Ansiedler mit gleicher Arbeit dieselben Erzeugnisse hervorbringt wie auf dem heimischen Boden, dessen Wettbewerb hier in Betracht steht, so muss berücksichtigt werden, dass es der Bauer, wie jeder Arbeiter, gar nicht auf die Erzeugnisse selbst abgesehen hat, sondern auf das, was er mit seinen Erzeugnissen an Gebrauchsgütern eintauschen kann, also auf den Arbeitsertrag. Dieser geht ihn allein an, um sich diesen zu beschaffen, arbeitet er. Der Ansiedler muss also seine Erzeugnisse auf den Markt bringen, und den Gelderlös muss er wieder in Waren umsetzen und diese nach Hause bringen. Der Markt für diesen Austausch der Erzeugnisse ist in der Regel weit ab, nehmen wir an, es wäre Deutschland, wo ja große Massen landwirtschaftlicher Erzeugnisse eingeführt werden müssen, so hat der Auswanderer zu zahlen. Fracht für Fuhrwerk, Bahn, Seeschiff und Kahn 200 Mark. Einfuhrzoll in Deutschland 400 Mark. Fracht für Kahn, Seeschiff, Bahn und Fuhrwerk auf die eingetauschten Gebrauchsgüter 2000 Mark. Zoll 1 darauf bei der Einfuhr in seiner neuen Heimat 100 Mark. Insgesamt 1000 Mark. Die gewöhnlich auf dem Handelsweg erfolgende Umwandlung des Arbeitserzeugnisses in Arbeitsertrag kostet dem Auswanderer nach obiger Rechnung an Fracht, Zoll und Handelsankosten die Summe von M1000, die der Bebauer deutschen Bodens spart. Wenn letzterer also für einen Acker, der das gleiche Arbeitserzeugnis verspricht wie die Heimstätte des Auswanderers, M1000, an Pacht zahlt, so steht sein Arbeitsertrag auf gleicher Höhe mit dem des Auswanderers. Der gleiche wirtschaftliche Unterschied zugunsten des obigen im Wettbewerb stehenden Ackers ergibt sich, wenn Ödland in Deutschland urbar gemacht werden soll, nur treten hier anstelle der Fracht- und Zollkosten die Zinsen für das in der Urbarmachung aufgewendete Kapital, Entwässerung des Moores, Mischung der verschiedenen Bodenschichten, Entsäuerung mit Kalk und Düngung. Bei der Sparlandbebauung treten an die Stelle von Zinsen und Frachten höhere Anbaukosten. Der Pachtzins wirkt also in der Richtung, den Arbeitsertrag, nicht das Arbeitserzeugnis, überall auf die gleiche Höhe her abzusetzen. Das, was der altgepflegte heimische Boden landwirtschaftlich vor der Lüneburger Heide und, der Marktlage nach, vor dem herrenlosen Land in Kanada voraus hat, das beansprucht der Grundherr restlos für sich, als Grundrente, oder beim Verkauf des Bodens in kapitalisierter Form als Preis. Alle Unterschiede des Bodens in Bezug auf Fruchtbarkeit, Klima, Marktnähe, Zölle, Frachten und so weiter werden durch die Grundrente ausgeglichen. Man beachte, dass ich die Arbeitslöhne hier nicht anführe, es geschieht mit Bedacht. Die Grundrente verwandelt in wirtschaftlicher Beziehung den Erdball in eine für den Pächter, Unternehmer, Kapitalisten, soweit er nicht Bodenbesitzer ist, durchaus gleichartige, eintönige Masse. So sagt Fellüer SC Heim, wie alle Unebenheiten des Meeresbodens durch das Wasser zu einer glatten Fläche umgewandelt werden, so ebnet die Rente den Boden und zwar setzt sie, und das ist das Merkwürdige, den Ertrag der Arbeit für alle Bebauer des Bodens gleichmäßig auf den Ertrag herab, den man vom Ödland in der Heimat oder vom herrenlosen Boden in der fernen Wildnis erwarten kann. Die Begriffe fruchtbar, unfruchtbar, lehmig, sandig, sumpfig, mager, fett, gut und schlecht gelegen, werden durch die Grundrente in wirtschaftlicher Beziehung wesenlos. Die Grundrente macht es für alle Arbeiter völlig gleichgültig, ob sie Heideland in der Eifel, Gartenboden in Berlin oder Weinberge am Rhein bearbeiten. 1. Sparhandbebauung, extensive Kultur, wo man mit der Arbeit spart. 2. Sparlandbebauung, intensive Kultur, wo man mit dem Boden spart. 3. Die Sparhandbebauung braucht viel Boden, die Sparlandbebauung viele Arbeiter. 4. Man beachte hier wohl den Unterschied zwischen Arbeitserzeugnis und Arbeitsertrag. Oft kommt es vor, dass das Arbeitserzeugnis, die Erntemenge, des Auswanderers 10-mal größer ist, ohne dass sein Arbeitsertrag sich bessert. 1.4. Abhängigkeit des Lohnes und der Grundrente von den Frachtsätzen. Vom Arbeitsertrag auf Frei-, Öd-, Sumpf- und Heideland hängt es ab, wie viel der Grundbesitzer an Lohn zahlen muss, wie viel er an Pacht erheben kann. So viel, wie der Arbeitsertrag auf Freiland beträgt, so viel verlangt selbstverständlich der Knecht als Lohn, da es ihm ja frei steht, Freiland,
diesen Begriff werden wir noch näher bestimmen, in Besitz und Arbeit zu nehmen. Dabei ist es durchaus nicht nötig, da es jeder Knecht bei den Lohnverhandlungen mit der Auswanderung droht. Familienvätern zum Beispiel, die mit Kindern gesegnet sind, würde eine solche Drohung nicht viel einbringen, insofern als der Grundbesitzer ja weiß, da es der Drohung die Tat nicht folgen wird. Für die genannte Wirkung genügt es vollkommen, da es durch die Auswanderung der Jugend ein allgemeiner Mangel an Arbeitskräften entsteht. Der durch die Auswanderung hervorgerufene Arbeitermangel steift dem durch Familienrücksichten oder sonst wie festgehaltenen Arbeiter bei den Lohnverhandlungen ebenso den Rücken, wie es eine bereits gelöste Schiffskarte tun könnte. 1. So viel aber, wie der Arbeitsertrag der Freiländer und des Lohnarbeiters beträgt, muss auch dem Pächter nach Abzug der Pacht und des Zinses des von ihm benötigten Kapitals übrig bleiben. So wird also auch die Pacht vom Arbeitsertrag auf Freiland bestimmt. Mehr als diesen Freilandsarbeitsertrag braucht der Grundbesitzer bei der Pachtbemessung nicht übrig zu lassen, mit weniger braucht sich der Pächter nicht zu begnügen. Schwankt der Arbeitsertrag auf Freiland, so überträgt sich die Schwankung auch auf den Lohn und die Pacht. Zu den Umständen, die den Arbeitsertrag auf Freiland beeinflussen, müssen wir in erster Linie die Entfernung rechnen zwischen dem herrenlosen Boden und dem Orte, wo die Erzeugnisse verbraucht, die eingetauschten Gebrauchsgegenstände erzeugt oder von allen Teilen der Welt zusammengebracht werden. Wie wichtig die Entfernung ist, sehen wir am besten am Preisunterschied zwischen einem Acker in der Nähe der Stadt und einem gleich guten weit ab vom Markte. Worin liegt der Preisunterschied begründet? In der Entfernung. Handelt es sich zum Beispiel um die kanadische Weizengegend, wo noch heute gutes Heimstättenland zur freien Verfügung steht, so muss das Getreide zuerst vom Felde mittels Fuhrwerks auf grundlosen Straßen nach der mehr oder weniger entfernten Bahn gebracht werden, die es nach Duluth befördert, wo die Umladung auf Binnenschiffe stattfindet. Diese bringen das Getreide nach Montreal, wo eine neue Umladung auf Seeschiffe stattfindet. Von hier geht die Reise nach Europa, etwa nach Rotterdam, wo wieder eine Umladung auf Rheinschiffe nach Mannheim und von hier auf Bahnwagen nötig wird, um den Markt Stuttgart, Straßburg, Zürich und so weiter zu erreichen, wo es nach der Verzollung zu denselben Preisen verkauft werden muss, wie die an Ort und Stelle gewachsene Frucht. Es ist eine lange Reise und sie kostet viel Geld, aber das, was nun von dem Marktpreis nach Abzug von Zöllen, Fracht, Versicherung, Maklergebühren, Stempel, Zinsen des Geldvorschusses, Säcken und so weiter übrig bleibt, das ist erst der Arbeitserlös, mit dem den Ansiedlern in der Einöde von Saskatchewan aber nicht gedient wäre. Dieser Gelderlös muss nun in Gebrauchsgegenstände umgesetzt werden: Salz, Zucker, Tuch, Waffen, Maschinen, Bücher, Kaffee, Möbel und so weiter, und erst, nachdem alle diese Gegenstände glücklich im Hause des Ansiedlers eingetroffen und die Frachtkosten bezahlt sind, kann der Arbeiter sagen, das ist mein Arbeitsertrag nebst Zins meines Kapitals. Hat sich der Arbeiter das nötige Geld zur Auswanderung und Ansiedlung geborgt, so muss er vom Arbeitserzeugnis auch noch den Zins dieses Geldes abziehen. Dasselbe muss er tun, wenn er mit eigenem Kapital arbeitet. Wie sehr nun dieser Arbeitsertrag von den Frachtsätzen abhängig sein muss, geht aus obiger Darstellung klar hervor. Diese Frachtsätze sind andauernd herabgegangen, wie folgende Angaben zeigen. Frachtkosten für 1000 Kilogramm Getreide von Chicago nach 51 für Pull. 1873 gleich Mark. 67. 1880 gleich Mark. 41. 1884 gleich Mark. 24. 2. Das sind also schon von Chicago bis 51 für Pull 43 Mark. Frachtersparnis für jede Tonne Weizen, ein Sechstel des damaligen, ein Viertel des jetzigen Preises. Aber die Strecke Chicago 51 für Pull ist nur eine Teilstrecke der Reise Saskatchewan-Mannheim, also sind obige 43 Mark. Auch nur ein Teil der wirklichen Frachtersparnis. Diese Ersparnis kommt aber auch der Rückfracht zustatten. Das Getreide war das Arbeitserzeugnis, die 240 Mark. Für die Weizentonne waren der Arbeitserlös und die Rückfracht umfasst die Gegenstände des Arbeitsertrages, auf den es dem Ansiedler bei der Weizenerzeugung eigentlich ankommt. Man muss sich nämlich klar sein, dass die Arbeiter in Deutschland,
die kanadischen Weizen essen, diesen immer mit ihren Erzeugnissen bezahlen müssen, die sie unmittelbar oder mittelbar nach Kanada schicken, für die darum ebenfalls Fracht zu zahlen ist. So verdoppelt sich also die Ersparnis an der Frachtverbilligung und hebt sich der Arbeitsertrag des Ansiedlers auf Freiland, der den allgemeinen Arbeitslohn in Deutschland unmittelbar bestimmt. Nun wäre es aber dennoch falsch, wenn man annehmen wollte, dass eine Frachtersparnis von etwa 200 Mark sich für den Ansiedler in einen dieser Summe genau entsprechenden höheren Arbeitsertrag umsetzen muss. In Wirklichkeit wird der Arbeitsertrag nur etwa um die Hälfte der Frachtersparnis steigen, und das verhält sich so: der steigende Arbeitsertrag des Freiländers hebt den Lohn der landwirtschaftlichen Arbeiter in Deutschland. Warum, ist gesagt. Der steigende Lohn des Landarbeiters und des Freiländers lockt diesem Erwerbszweig Arbeiter aus der Industrie zu. Das bestehende Verhältnis in der Erzeugung landwirtschaftlicher und industrieller Güter und damit auch ihr Tauschverhältnis wird gestört. Der Ansiedler muss für die Gegenstände seines Arbeitsertrages, Industrieerzeugnisse, höhere Preise zahlen. Die Menge dieser Industrieerzeugnisse, Arbeitsertrag, wächst also nicht im Verhältnis zu dem um die Frachtersparnis erhöhten Arbeitserlös. Den Unterschied nehmen nach den Gesetzen des freien Wettbewerbs die Industriearbeiter vorweg. Es geht also hierzu wie dort, wo eine neue Technik die Erzeugungskosten der Waren vermindert, Dampfmaschine zum Beispiel. Erzeuger und Verbraucher teilen sich in den Gewinn. Auch hier wieder wird es sich lohnen, einmal zahlenmäßig den Einfluss zu erfassen, den eine Frachtkostenveränderung auf den Arbeitsertrag des Freiländers, auf die Grundrente und auf den allgemeinen Arbeitslohn ausübt. 1. Der Arbeitsertrag eines Freilandbauers in Kanada bei einem Frachtsatz von M67 von Jahre 1873. Arbeitserzeugnis: 10 Tonnen Weizen nach Mannheim verladen und dort zu 250 M verkauft gleich 2500 M. Ab 10 mal 67 an Fracht 670 M. Arbeitserlös 1830 M. Dieser Arbeitserlös, Geld, wird in Deutschland zum Ankauf von Gebrauchsgütern benutzt, die, nach Kanada verschifft, die gleichen UNK-Kosten an Verpackung, Fracht, Zöllen, Bruch und so weiter verursachen mögen, wie der Weizen auf der Heimreise 670 M. Arbeitsertrag im Hause des Ansiedlers 1160 M. 2. Derselbe im Jabre 1884 bei einem Frachtsatz von 24 M. Arbeitserzeugnis: 10 Tonnen Weizen 2500 M. Ab 10 mal 24 an Fracht 240 M. Arbeitserlös 2260 M. Dieser Arbeitserlös, der um 430 M größer ist als bei I, soll nun in Arbeitsertrag umgewandelt werden, das heißt in gewerbliche Erzeugnisse, deren Tauschverhältnis zu den landwirtschaftlichen Erzeugnissen sich, aus den angegebenen Gründen, gehoben hat, und zwar, immer schematisch, um die Hälfte des Mehrerlöses von 430 M, also um 215 M. Daher bleibt der Arbeitsertrag, nach den Preisen von I gemessen, um 215 M gegen den Arbeitserlös zurück. 215 M. 2045 M. Hiervon geht nun noch die Rückfracht ab, die wir höher bemessen müssen, weil die Frachtgüter um den Betrag der Frachtersparnis angewachsen sind, statt 240 M. 245 M. Arbeitsertrag 1800 M. Ist nun infolge der Frachtkostenermäßigung der Arbeitsertrag des Freilandbauers von 1160 M auf 1800 M gestiegen, so erhöhen sich damit auch von selbst die Lohnforderungen der deutschen Landarbeiter, und ebenso verlangen auch die Pächter vom Produkt ihrer Arbeit einen größeren Anteil für sich. In demselben Verhältnis gehen auch die Grundrenten zurück. War in Deutschland der Preis von 10 Tonnen Weizen 2500 M und betrugen die Lohnausgaben 1160 M. So warfen 10 Tonnen Land, 3, an Pachtzins oder Grundrente ab 1340 M. Steigen die Lohnforderungen auf 1800 M, so fällt die Grundrente auf 700 M, nämlich 1340 ab 640 Lohnerhöhung. Also das, was der Freilandbauer an Frachten zahlen muss, das geht von seinem Arbeitsertrag ab, das kann in Deutschland der Grundbesitzer als Pachtzins fordern, den Arbeitern vom Arbeitserzeugnis als Grundrente abziehen.
Die Frachtausgaben des Freilandbaus sind die Einnahmen des Grundbesitzers. 1. Wie stark der Lohn unter dem Einfluss der Auswanderer und Wanderarbeiter stehen muss, ersieht man aus folgenden Zeilen, die einer Rede Wilsons vom 20. Mai 1918 entnommen sind. NZZ Nummer 661. Als der Kriegsminister in Italien weilte, wurden ihm von einem Mitgliede der italienischen Regierung die mannigfachen Gründe genannt, aus denen sich Italien den Vereinigten Staaten nahe verbunden fühlt. Der italienische Minister bemerkte dann Folgendes: Wenn Sie eine interessante Erfahrung machen wollen, so begeben Sie sich in irgendeinen Truppenzug und fragen die Soldaten auf Englisch, wie mancher von ihnen in Amerika gewesen sei. Das Weitere werden Sie sehen. Unser Kriegsminister stieg in der Tat in einen Truppenzug und fragte die Leute, wie viele von ihnen schon in Amerika gewesen seien. Es scheint, dass über die Hälfte der Mannschaften aufstand. Die italienischen Grundrentner hatten also die Leute nach Amerika, und die amerikanischen Grundrentner hatten sie wieder nach Hause getrieben. Weil es ihnen in Amerika ebenso schlecht ging, wie in der Heimat, darum wanderten diese armen Teufel ruhelos hin und her. Wilson fügte obigem bei, ein Teil von amerikanischen Herzen war in dieser italienischen Armee, wir wissen es besser, fluchend verließen die Wanderarbeiter ihre Heimat, und fluchend verließen sie Amerika. 2. Mulhall, Dictionario F. Statistics. 3. Dänisches Ackermaß. Bedeutet so viel Land wie nötig, um eine Tonne Getreide zu ernten. Eine Tonne Land bedeutet also je nach Güte des Bodens eine größere oder kleinere Fläche Land. 1.5. Einfluss der Lebensverhältnisse auf Lohn und Rente. Die Kosten der Bahn- und Seeverladung sind natürlich nicht die einzigen Einflüsse, denen der Arbeitsertrag des Freiländers und der von diesem abhängige Lohn des deutschen Landarbeiters unterworfen sind. Zunächst müssen wir bemerken, dass der Mensch nicht allein von und für seinen Arbeitsertrag lebt, dass dieser nicht allein entscheidend bei der Frage der Auswanderung ist. Die staatlichen und bürgerlichen Verhältnisse des Landes, das der Auswanderer verlässt, und des Landes, das er aufsucht, greifen oft stark und bestimmend ein. Mancher Mann begnügt sich zu Hause mit einem geringeren Arbeitsertrag und erblickt den Ausgleich im Besitz des Lorbeerkranzes, den er als Kaninchenzüchter davongetragen hat, oder im Gesang der Buchfinken, der nach seiner Meinung nirgends so schön sein kann wie in seiner Heimat. Aber gerade diese, und viele andere, anziehenden oder auch abstoßenden Kräfte unterliegen einem ständigen Wandel, fördern oder hemmen die Auswanderung. Von Russland zum Beispiel wandern viele deutsche Bauern wieder aus, nicht in der Hoffnung eines höheren Arbeitsertrages, sondern weil ihnen die Zustände nicht mehr ganz zusagen. Das alles hemmt den Ausgleich zwischen dem rein sachlichen Arbeitsertrag des Auswanderers und dem des zurückbleibenden Landarbeiters. Nehmen wir einmal an, wir beschlössen, in Deutschland den Arbeitern das Leben freundlicher zu gestalten, wozu uns zum Beispiel das Verbot von Rauschgetränken die Mittel liefern würde. Abgesehen davon, dass das Alkoholverbot an sich schon das Leben der Arbeiter und namentlich das ihrer Frauen verschönern würde, könnten wir die Milliarden, die die Rauschgetränke dem Volke unmittelbar und namentlich mittelbar kosten, für einen kräftigen Mutterschutz in Form einer monatlichen Reichszulage zu den Aufzuchtkosten jedes Kindes verwenden. Oder auch für bessere Schulen, zahlreiche öffentliche Lesehallen, Theaterbeihilfen, Kirchenbauten, staatliche Freikonditoreien, Volksfeste, Versammlungshallen und so weiter. Dann würde bei der Frage der Auswanderung nicht mehr allein der stoffliche Arbeitsertrag erwogen werden, und viele Frauen würden ihre Männer zum Bleiben veranlassen, viele bereits Ausgewanderte würden zurückkehren. Welche Folgen das aber wieder auf den Lohn und auf die Grundrente haben würde, ist klar. Der Grundbesitz würde seine Forderungen so weit erhöhen, bis die aus dem Alkoholverbot erwachsenen Auswanderungshemmungen ausgeglichen wären. Der Kuchen, den der Staat den Frauen in den Freikonditoreien zum Besten gibt, würde von der Grundrente den Männern am Lohne abgezogen werden. Die Grundrente nimmt eben alle Vorteile, die Deutschland für die Arbeit, für das geistige und gesellige Leben bietet, für sich in Anspruch. Sie ist die in Kapital verwandelte Dichtung, Kunst, Religion und Wissenschaft. Sie macht alles zu barem Gelde, den Kölner Dom, die Bächlein der Eifel, das Gezwitscher der Vögel im Laube der Buchen. Die Grundrente erhebt von Thomas A. Kempis, von den Reliquien Gewillars, von Goethe und Schiller, von der Unbestechlichkeit unserer Beamten, von unseren Zukunftsträumen,
kurz, von allem und jedem eine Steuer, die sie regelmäßig bis auf den Punkt hinaufschraubt, wo sich der Arbeiter fragt, soll ich bleiben und zahlen oder soll ich auswandern und alles preisgeben? Geschenkt wird niemandem etwas. Stets befindet sich das arbeitende Volk auf dem Goldpunkt. Im Außenhandel derjenige Zustand in der Zahlungsbilanz, wo man nicht weiß, ob man noch mit Wechseln oder mit barem Gold zahlen soll. Die Kosten der Goldausfuhr sind die Grundrenten des Wechselmaklers. Je mehr Freude der Bürger am Staat und Volk hat, umso höheren Preis fordert die Grundrente für diese Freude. Die Abschiedstränen des Auswanderers sind goldene Perlen für die Grundrente. Und so sehen wir auch oft die Grundbesitzer in den Städten damit beschäftigt, durch Verschönerungsvereine und sonstige Veranstaltungen das Leben in der Stadt zu erheitern, um erstens den Abschied schwerer, zweitens den Zuzug leichter zu machen. So können sie von den Bauplätzen höhere Grundrenten erheben. Im Heimweh steckt die Pfahlwurzel der Grundrente. Lebt der deutsche Landarbeiter nicht allein von Brot, so natürlich auch der Freiländer nicht. Der stoffliche Arbeitsertrag ist nur ein Teil von dem, was der Mensch zur Lebensfreude braucht. Musste der Auswanderer lange kämpfen, ehe er die heimatlichen Anziehungskräfte überwunden hatte, so findet er nun in seiner neuen Heimat manches Neue, was ihn anzieht oder auch abstößt. Das Anziehende mehrt die Gründe, die ihm den Arbeitsertrag als genügend erscheinen lassen, ähnlich wie man auch bereit ist, eine angenehmere Arbeit für geringeren Lohn zu verrichten, das Abstoßende mindert sie. Wiegen die abstoßenden Umstände, Klima, Unsicherheit des Lebens und des Eigentums, Ungeziefer und so weiter, schwerer als die anziehenden, so muss der Unterschied zwischen beiden durch einen entsprechend größeren Arbeitsertrag ausgeglichen werden, falls der Eingewanderte bleiben und seine zurückgebliebenen Brüder zur Nachahmung seines Beispiels aufmuntern soll. Darum wird alles, was das Leben, die Zufriedenheit des Freiländers beeinflusst, auch unmittelbar die Zufriedenheit der deutschen Arbeiter beeinflussen und auf ihre Lohnforderungen einwirken. Dieser Einfluss beginnt schon mit der Reisebeschreibung. Verlief die Reise ohne Seekrankheit, war das Leben, die Kost an Bord erträglich, so wirkt das schon sehr aufmunternd auf die Zurückgebliebenen. Berichtet der Freiländer von der großen Freiheit, die er genießt, von der Jagd, von seinem Reitpferd, von den großen Lachszügen und Büffelherden, von dem Verfügungsrecht über alles, was die Natur bietet, auch wie er überall nicht mehr als Knecht und Besitzloser, sondern als ebenbürtiger, freier Bürger angesehen und behandelt wird, so wird der Knecht zu Hause ganz selbstverständlich bei den Lohnverhandlungen den Kopf höher halten, als wenn sein Bruder nur von Indianereinfällen, von Klapperschlangen, von Ungeziefer und harter Arbeit zu erzählen weiß. Das wissen auch die Grundherren, und läuft einmal solch ein Jammerbrief ein, so wird er natürlich nach allen Regeln der Kunst ausgeschlachtet. In allen Blättern wird er veröffentlicht, während den Zeitungen unter Anwendung von Drohmitteln Auftrag gegeben wird, erfreuliche, aufmunternde Berichte der Ausgewanderten mit größtem Fleiß zu schweigen. Derselbe Verein, der die Heimat verschönern, ihre Anziehungskraft stärken soll, hat auch die Aufgabe, das Freiland nach Möglichkeit her abzusetzen. Jeder Schlangenbiss, Indianerskalp, Heuschreckenschwarm, jedes Schiffsunglück verwandelt sich, indem dadurch der Arbeiter bescheidener gemacht, die Auswanderungslust vermindert wird, in Grundrente, in Bargeld für die Grundherren. Und umgekehrt natürlich. 1.6. Genauere Bestimmung des Begriffes Freiland. Wenn von Freiland die Rede ist, so denkt man in erster Linie wohl an die weiten Flächen unbebauten Landes in Nord- und Südamerika. Dieses Freiland ist bequem und mit verhältnismäßig geringen Kosten zu erreichen. Das Klima ist zuträglich für den Europäer, die gesellschaftlichen Verhältnisse für viele anlockend, die Sicherheit für Leben und Geld nicht schlecht. Der Ankömmling wird im Einwanderergasthaus auf Kosten des Staates 8 bis 14 Tage bewirtet, und in einigen Staaten erhält er auf der Eisenbahn freie Fahrt bis an die äußerste Grenze des besiedelten Gebietes. Hier steht es ihm frei, sich gleich anzusiedeln. Er kann sich das ihm zusagende Land aussuchen, Viehweide, Ackerland, Wald. Die Heimstätte, auf die er rechtlichen Anspruch hat, ist für die volle Ausnutzung der Arbeitskraft selbst der größten Familie reichlich bemessen. Hat der Ansiedler seine 4 Grenzpfosten eingeschlagen und das Landamt benachrichtigt, so kann er schon mit der Arbeit beginnen.
Niemand verwehrt es ihm, niemand fragt ihn, wer ihm eigentlich erlaubt habe, die Erde zu bearbeiten und die Früchte seines Fleißes einzuheimsen. Er ist Herr auf dem Boden zwischen jenen vier Grenzpfosten. Land dieser Art nennen wir Freiland ersten Grades. Solches Freiland findet man allerdings nicht mehr in besiedelten Gegenden, sondern nur dort, wo nur erst wenig Menschen sind. In den bereits besiedelten Strichen findet man aber noch weite, oft riesige Flächen, die nicht bebaut sind, die aber durch irgendeinen Missbrauch der Machtmittel des Staates in das Privateigentum irgendeines an irgendeinem Orte der Welt wohnenden Menschen gelangt sind. Ich wette, in Europa gibt es viele Tausende von Männern, die zusammen Hunderte von Millionen Hektar solchen in Amerika, Afrika, Australien und Asien gelegenen Landes ihr Eigentum nennen. Wer ein Stückchen dieses Bodens haben will, muss sich mit den Eigentümern verständigen. In der Regel kann man das Gewünschte für eine kaum nennenswerte Summe erhalten oder pachten. Ob man für den Hektar Ackerland, den man zu bearbeiten gedenkt, 10 PF Pacht bezahlt, kann dem Arbeitsertrag so gut wie nichts abtragen. Solches bedingt freie Land nennen wir Freiland zweiten Grades. Freiland ersten und zweiten Grades gibt es in allen Weltteilen noch in gewaltigen Strecken. Nicht immer ist es Boden erster Güte. Vieles ist mit Wald schwer bedeckt, bedarf langwieriger Ausrodungsarbeiten. Große Strecken leiden unter Wassermangel und können nur durch kostschutzbillige Bewässerungsanlagen fruchtbar gemacht werden. Anderes Land wieder, vielfach gerade der an sich beste Boden, muss entzumpft werden, noch andere Strecken oder Täler bedürfen der Zufußstraßen, ohne die der Austausch der Erzeugnisse unmöglich wäre. Freiland dieser Art kommt nur für Geld- oder kreditkräftige Auswanderer in Betracht. Für die Lehre von der Grundrente und vom Lohne ist es jedoch gleichgültig, ob eine kapitalistische Gesellschaft oder ob die Auswanderer unmittelbar das Freiland in Anbau nehmen. Von Belang ist das nur für das Kapital und seinen Zins. Nimmt der Freiländer solches durch Bi- und Entwässerungsbauten, also durch Kapitalanlage erschlossene Land in Arbeit, so muss er für die Benutzung dieser Bauten den regelrechten Kapitalzins zahlen und diesen Zins seinen Erzeugungskosten zuzählen. Für diejenigen aber, Einzelpersonen oder Gesellschaften, die selber die für größere Aufschließungsarbeiten nötigen Mittel haben, ist heute sozusagen noch die halbe Welt Freiland. Das beste Land in Kalifornien und entlang dem Felsengebirge war bis vor kurzem noch Wüste. Jetzt ist es ein Garten von gewaltigem Umfang. Die Engländer haben Ägypten durch die Nilsperre wieder bewohnbar gemacht für Millionen und Abermillionen Menschen. Die Zuidersee, Mesopotamien und viele andere Wüsten wird man ebenso der Bebauung erschließen. So kann man sagen, da solches Freiland zweiten Grades noch für unabsehbare Zeiten zur Verfügung der Menschen steht. 1.7. Der Begriff Freiland dritten Grades. Das wichtigste Freiland aber, das auch für die Theorie des Lohnes und der Grundrentenbegrenzung höchste Bedeutung besitzt und das wir überall in nächster Nähe zu unserer Verfügung finden, ist das Freiland dritten Grades. Der Begriff dieses Freilandes ist jedoch nicht so einfacher Natur, wie bei dem bisher beschriebenen Freiland und erfordert einige Überlegung. Einige Beispiele werden es jedoch jedem sichtbar machen. Beispiel 1. In Berlin darf nach der Bauordnung nur bis zu 4 Stockwerken hochgebaut werden. Wären es nur 2 Stockwerke, so würde die Stadt die doppelte Bodenfläche bedecken müssen, um dieselbe Einwohnerzahl zu beherbergen. Das Land, das durch den dritten und vierten Stock gespart wurde, ist also heute noch unbebautes, freies Bauland. Wenn man in Berlin die amerikanische Bauart zuließe, also 40 Stockwerke anstelle von 4, so würde der 10. Teil der heutigen Grundfläche Berlins genügen. Der Rest wäre überschüssig und würde jedem Bauunternehmer zu wenig mehr als dem Ertragswert eines Kartoffelackers angeboten werden. Das Freiland für Bauzwecke ist also vom 4. Stockwerk ab nach den Wolken hin überall, selbst im Innern jeder deutschen Großstadt, in unbegrenzter Menge vorhanden. Beispiel 2. In der Republik Agraria wird durch Gesetz der Gebrauch jeglichen künstlichen Düngers verboten, angeblich, weil er gesundheitsschädlich sein soll, in Wirklichkeit aber, um die Erzeugung von Getreide knapp, die Getreidepreise hochzuhalten. Die agrarianischen Grundherren glauben, da es wenig und teuer für sie besser sei, als viel und billig. Infolge dieses Verbotes und der geringen Ernten, sowie der teuren Preise, und weil außerdem die Auswanderung verboten ist, hat man in Agraria alles öd,
Sumpf und Heideland in Anbau genommen und es erreicht, dass die Ernten den Bedarf des Volkes decken. Trotzdem aber ist das Volk sehr unzufrieden und verlangt die sofortige, gänzliche Aufhebung des Verbotes, und man erwartet dort allgemein, dass ähnlich wie in Deutschland die Bodenerträge durch den Gebrauch des künstlichen Düngers sich verdreifachen werden. Was wird die Folge für die Grundrente und den Lohn sein? Wird da nicht in Bezug auf die Äcker dasselbe eintreten, was in der Stadt geschieht, wenn eine neue Bauordnung jedem erlaubt, die bisherige Zahl der Stockwerke zu verdreifachen? Mit den künstlichen Düngern wird der Boden der Republik plötzlich dreimal größer Ernten geben als die jetzt lebende Bevölkerung braucht. Das wird bewirken, dass man von je 3 Hektar 2 brach liegen lassen wird zur Verfügung künftiger Geschlechter. In derselben Republik, wo man jede Ecke Land, jeden Sumpf in Anbau genommen hatte, wird man infolge der Freigabe der künstlichen Dünger plötzlich von gewaltigen Strecken Freiland sprechen. Und dieses Freiland wird man vorläufig als Jagdgründe benutzen und es zum Jagdpachtertrag jedem anbieten, der es in Arbeit nehmen will. Diese Beispiele aus dem Baugewerbe und der Landwirtschaft zeigen uns, wie Neuland, Freiland dritten Grades, entstehen kann und als Folge der täglich sich häufenden Entdeckungen ständig neu entsteht. Der Hirt braucht 100 Hektar Land, um seine Familie zu ernähren, der Landwirt braucht 10, und der Gärtner einen und weniger. Nun wird aber die gesamte Ackerfläche Europas noch sehr oberflächlich bebaut, und die Bevölkerung, selbst in Deutschland, ist noch so spärlich, dass, wenn man allgemein zur Gartenwirtschaft überginge, die Hälfte der Ackerfläche brachgelassen werden müsste. Erstens, weil für solche Mengen von Lebensmitteln die Käufer, zweitens, weil für so dichte Bearbeitung des Bodens die Arbeiter fehlen würden. Wir können also Deutschland durchweg noch als solches Freiland dritten Grades betrachten. Für die Bodenerträge, die der Landwirt bei dichter Bebauung über die Erträge des Jägers, des Hirten, der weitläufig bebauenden Landwirte hinaus einheimst, kann man den Ackerboden ebenso als Freiland betrachten, wie der Amerikaner den Raum über den bereits stehenden Stockwerken bis zu den Wolken hinaus als freien Baugrund ansieht. Wenden wir das Gesagte auf die Grundrenten und die Lohntheorie an. Deutschland ist in dem oben beschränkten Sinne noch Freiland. Der Landarbeiter kann zu jeder Zeit auf dieses Freiland flüchten, wenn er nicht mit seinem Lohne einverstanden ist. Unter den Ertrag, den die Arbeit auf solchem Freiland dritten Grades abwirft, kann der Lohn des Landarbeiters dauernd ebenso wenig fallen, wie unter den Ertrag der Arbeit auf Freiland ersten Grades. Hier hat der Landarbeiter bei den Lohnverhandlungen einen Rückhalt, der nie versagt. Wie viel wird nun der Arbeiter als Lohn, der Grundherr als Pacht, verlangen können?